meinem Kanal Stream Punk. Liebe Punks und liebe Leute, schön, dass ihr es heute wieder geschafft habt zu einer neuen Ausgabe hier auf meinem Kanal. Zunächst wie immer mein Hinweis, auch wenn es nervt für die, die öfter da sind, bitte abonniere meinen Kanal und aktiviere die obere Glocke, weil nur mit dem Aktivieren der oberen Glocke bekommst du sofort Informationen von YouTube, sofort eine Benachrichtigung, wenn hier neue Inhalte auf meinem Kanal zu sehen sind. Ja, das heutige Thema könnt ihr schon ein bisschen im Titel erkennen. Heiße Luft des Robert Habeck, ja. Ah, was erwarten wir eigentlich, ne? Also, dass da jetzt steht, äh, super Erfolge von Robert Habeck, das ist klar, ne? Also, das, ähm, das ist klar, dass das nicht passiert, ja. Ja, und so ein bisschen ähm, in Richtung, was macht der da eigentlich? Was macht Deutschland eigentlich? Ähm, Robert Habeck will nach Indien fahren und da schauen wir uns einmal die Nachrichten an. Einmal vor der Indienreise. Und einmal nach der Indienreise. Das ist also hochinteressant. Und am Ende schauen wir uns noch einmal an, wie die, die Menschen in Indien arbeiten und äh, was vor allen Dingen auch, ja, welche Zukunft eigentlich unsere Energieversorgung hat, weil das ist eigentlich auch alles ganz schnell erledigt, weil viele Alternativen haben wir da gar nicht. Das ist schon hochinteressant. Also bleibt bitte dran. Ja, hier im ersten Artikel ähm, wird geschrieben, hier am 20.07. vor der Reise nach Indien, Habecks Offensive in Indien. Indien wird irgendwann China und die USA überholen. Ja, die Grünen haben sich in der Regierung da dazu positioniert, Abstand von China zu nehmen und suchen jetzt sozusagen einen neuen Partner. Und hier wird jetzt ein große, eine große Hoffnung auf Indien gelegt, was ich merkwürdig äh, finde. Um sich von stärker von China zu lösen, braucht ähm, Deutschland Indien. Robert Habeck setzt die Werbetour der Bundesregierung fort und reist in ein Land, das sich seiner wachsenden Stärke bewusst ist. Mit schwierigen Partnern kennt sich Robert Habeck aus. Die Ampelkoalition hat ihm in den vergangenen Monaten in dieser Hinsicht jede Menge Anschauungsunterricht und Praxistipps gegeben. Das kann er in den kommenden Tagen gut gebrauchen. Bla bla bla. Nein, nein, der kennt sich gut aus, weil er andauernd Gegenwind bekommt. So sehr brauchen wir hier in diesen Artikel auch gar nicht reingehen. Das ist einfach nur eine Überschrift. Ja, es ist also Habecks Offensive. So, jetzt kommt Deutschland nach Indien und in Indien zittern sie schon wieder alle. Aber vor Freude, ja. So, und dann wird hier auch im nächsten Artikel geschrieben, deutsch-indische Wirtschaftsbeziehungen. Es wurde dringend Zeit, dass Herr Habeck nach Indien kommt. Wie ich das gelesen habe, lass uns mal schauen. Herr Halusa erstmals seit mehr als einer Dekade besucht mit Robert Habeck, jetzt wieder ein deutscher Wirtschaftsminister, Indien. Zuletzt war 2012 Philipp Rösler da. Mein Gott, das sind elf Jahre, ja? Das ist elf Jahre her, ja? Der Herr Lauser ist, äh, weiß ich gar nicht, wer ist das denn überhaupt? Äh, Herr Lauser, Chef der deutschen Außenhandelskammer, ja. Es wird Zeit, dass Habeck endlich nach Indien kommt. War vor Letz, äh, der letzte Wirtschaftsminister war vor elf Jahren da. Jetzt musst du dir vorstellen, was passiert bei den Indern eigentlich. Ne? Ah, der deutsche Wirtschaftsminister kommt. Na, endlich mal wieder einer. Ja? Der letzte war vor elf Jahren da. Lass uns mal schauen, was die wollen. Ob das damit zu tun hat, dass die deutsche Wirtschaft gerade den Bach runtergeht? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht erklären. Ja, es ist merkwürdig. Ja, ja ne? Ich meine, macht sich einer Gedanken darüber, was die Inder überhaupt denken, dass jetzt die Deutschen vor der Tür stehen? Aha, denken die sich, elf Jahre lang hat man nichts von denen gehört, jetzt kneift es am Hosenbund und jetzt melden die sich, na, das müssen wir uns doch erstmal anschauen. Also ich finde so diese Herangehensweise ganz nett, wenn man sich auch mal in die Situation, in den Blick des Anderen versetzt. Ja. So, und hier dieses Wort de-risking. Das ist auch so ein neues Wort, ne? Was wohl beschreiben soll, wenn man seine Außenhandelsbeziehung ja ähm, de-riskt, also weniger Risiko in die Außenhandelsbeziehung mit einbaut? Äh, keine Ahnung, was das hier schon wieder soll. Ja, wir erleben das ja schon seit Ewigkeiten, dass die sich hier neue Worte einfallen lassen ähm, äh, mit allen möglichen Dingen, die sie beschreiben wollen. Also ich find's, äh, ich find's persönlich äh, sehr merkwürdig, wenn ich das mal so sagen darf, diese äh, neuen Worte hier, die Risking, wie das also zum Risiko werden kann. Drei Tage lang war Robert Habeck auf der Scham-Offensive in Indien unterwegs. Doch das selbstbewusste Land will mehr sein als eine Alternative zu China und fordert von Deutschland Zugeständnisse ein. Ah ja, interessant. Lass uns hier mal kurz schauen. Ein Roboterarm sortiert kleine Schalterteile. Sie sind weiß, etwa halb so breit wie eine Streichholzschachtel und mit einem QR-Code gekennzeichnet. Je nach Qualität werden sie auf einer Palette platziert. Es gibt Good Objects und Bad Objects, also gute Objekte und schlechte Objekte. Auf einem Monitor leuchtet die Einstufung grün und rot auf. Der Arbeiter überwacht den Ablauf in einer Maschinenhalle in Mumbai. Die 17-Jährige, also eine Frau, lässt sich hier bei Siemens zur Mechanikerin ausbilden. An diesem Freitag zeigen sie und rund 100 andere Azubis dem deutschen Wirtschaftsminister, was sie gelernt haben. Ja, gut, in einer Halle bei Siemens in China, das ergibt ja wenig Sinn, ja? Ich meine, gut, ach so, hier ist sie auch zu sehen wahrscheinlich, ja? Das ist hier eine Messehalle. Ah, okay, verstehe. Ähm bei einer äh, deutschen firma in indien das ist keine große kunst hier roboterarme zu zeigen na ja gut wir schauen mal was uns hier noch erwartet ein anderer artikel schreibt keine one family party in goa beim besuch des bundesministers standen handel energie klimaschutz auf der agenda zum abschluss gab es das treffen mit den g20 kollegen so gemäß der strategie china plus eins möchte sich deutschland unabhängiger von china machen und dabei könnte das bevölkerungsreiche indien eine schlüsselrolle spielen das ist hochinteressant dass sie glauben dass das hier so sein könnte so das motto der konferenz ist one family one future aber die mehrheit benimmt sich im Momenta momentan nicht wie eine familie sagte habeck in goa er warnte auch vor den folgen der erderwärmung wenn nicht entscheidend gehandelt werde ja, äh, klar, das ist klar. Die G20-Verhandlungen gestalten sich schwierig, da Russland der Verurteilung des Krieges gegen die Ukraine durch die meisten G20-Staaten nicht zustimmte. China erklärte, dass die G20 nicht die richtige Plattform für Sicherheitsfragen sei. Ein gemeinsames Kommuniqué konnte daher nicht erreicht werden. Ja, äh, Habeck hat das natürlich alles gefordert in dem, äh, in dem Falle, ja, dass also alle sich erklären, ne, dass das mit der Ukraine soweit äh, nicht in Ordnung geht. Aber der Rest sagt eben, beziehungsweise China sagt zum Beispiel, dass das hier nicht der richtige, der richtige Ort sein könnte. Auf eins haben sie sich aber doch äußern äh, ändern können, und zwar um den Ausbau von erneuerbaren Energien auf 9 Terabyte zu verdreifachen. Der Gastgeber Indien nahm das also in die Zusammenfassung des Vorsitzes auf, trotzdem es von großen Produzenten fossiler Energien wie Russland oder Saudi-Arabien abgelehnt wurde. Und dann wird hier auch noch erwähnt, dass also Indien gerade dabei ist. Lass uns mal schauen, ob ich das nochmal eben schnell finde. Also hier ähm, auch Indien ist auch dabei. Ich weiß nicht, ob es in diesem Artikel ist, aber die sind gerade dabei. Große Kohlekraftwerke zu bauen, was ich also hochinteressant finde. Ne, also es passt alles vorne und hinten nicht. Ne. Hier in Deutschland müssen wir uns einschränken. Es gibt mittlerweile Hitzeschutzpläne. Ja, bei 14 Grad im Sommer 2023. Der Typ fährt hier nach Indien, ähm, äh, versucht hier Partner zu finden. Äh, gleichzeitig sagt er ja, aber Ukraine ist halt Scheiße. Ähm, also ich weiß nicht, was das soll. Die BRICS-Staaten gehen durch die Decke. Ähm, Afrika zum Beispiel vereinigt sich überall. Afrika bekommt gerade einen ganz neuen Stand und Status in der Weltgemeinschaft. Ähm, und er, äh, ja, er macht hier mit Indien rum. Und ja, ähm, so richtig scheint das aber nicht zu funktionieren. Parallel dazu passiert Folgendes. Äh, die Nachfrage nach Wärmepumpen in Deutschland sinkt drastisch. Und in der Oberüberschrift steht dann, dass es regelrecht zerredet wurde. Also diese ganze Berichterstattung der Medien hier der letzten zwei Monate über das Wärmepumpengesetz, über Hitzeschutz, hast du nicht gesehen? Diese ganze wahnsinnige Geschichte, die hier abgeht, die ist so massiv in die Bevölkerung gefahren worden und auch schon wieder, es ist schon wieder so, die überlegen sich ein Narrativ und geben so viel Gas damit, also geben sich so viel Mühe, dass das ja auch von jedem geglaubt wird. Überfahren uns damit mit massigen ähm, Medienartikeln und am Ende sinkt die Nachfrage, weil die Leute einfach einfach den Kanal voll haben, weil das so ein eine Overdose ist, so eine Überdosis, dass die Leute einfach zumachen, komplett zumachen, ne? Und dieses Thema zumachen haben wir auch schon erlebt in den letzten Videos, ne? In Berlin haben sie 30.000 Kinder, die nicht mehr wollen, die einfach zumachen. Ja? Ähm, ja, und auch dieses Kündigung, kündigen der ganzen Shit Jobs in Deutschland, die Service Jobs, ja, die Leute haben keine Lust mehr sich für 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 Mindestlohn verarschen zu lassen. Die Leute machen einfach zu. Schluss, Feierabend, dann sitze ich halt zu Hause und gucke die weiße Wand an. Und das hat unsere Politik auch noch nicht gerafft. Je mehr die sich einmischen, desto mehr macht die Bevölkerung einfach zu. Egal bei welchem Thema. Und das ist auch richtig so. Das ist vollkommen richtig so, ja. Ähm, lass uns nochmal eben ganz kurz schauen. Die Wärmewende in Deutschland droht ins Stocken zu geraten. Dem Wirtschaftsministerium zufolge sind in der ersten Hälfte dieses Jahres nur 48.000 Förderpumpen Förderanträge für neue Wärmepumpen eingegangen. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es das Doppelte. Im Juni 23 lag die Zahl der Anträge bei etwa 7500 wieder auf dem Niveau von vor dem Bürgerkrieg. Fachleute führen die Zurückhaltung laut dem Spiegel auf mehrere Gründe zurück im Vergleich zu 22 ist die Sorge vor einem Gasmangel in den Hintergrund getreten. Der Staat hat die Energiekosten gedeckelt. Die Gaspreise haben sich beruhigt. Hinzu kommt die andauernde Debatte um das Gebäudeenergiegesetz. Viele Hausbesitzer werden erst mit Abschluss der kommunalen Wärmeplanung in ihrer Gemeinde erfahren, welche Heizkostentechnologie vor Ort künftig möglich sein wird. Dabei sei die Wärmepumpe in den vergangenen Wochen regelrecht zerredet worden, klagte Volker Weinmann vom japanischen Hersteller Daikin gegenüber dem Magazin. Obendrein hat die Bundesregierung in Aussicht gestellt, die Förderung bis zu 70 Prozent zu erhöhen. Hochinteressant, wie ich finde, ja. Hochinteressant, dass die Anträge also zurückgehen, äh, ja, weil hier also gesagt wird, es wurde regelrecht zerredet. Und das ist auch interessant, auch Robert Habecks, äh, äh, wie soll man sagen, Resümee. Und äh, zwar diesmal von Fachleuten, warum Indien nicht das neue China wird. Also, Habeck war in Indien und jetzt geht's los. Das hier ist das Handelsblatt da kann man sagen, okay, das ist äh, deutsche Wirtschaft und internationale Wirtschaft für Fachleute, die die damit arbeiten, sich jeden Tag damit auch beruflich beschäftigen. Also was hier steht, könnte man sagen, ist sozusagen der der, wie sagt man, der Puls der der deutschen Wirtschaft, ja. Der Bundeswirtschaftsminister will Indien enger an Deutschland binden, doch Ökonomen und Industrievertreter warnen vor überzogenen Erwartungen. Aha. Also hier auch hochinteressant. Der äh, Artikel, der ist hier natürlich auch mit ähm, mit, ähm, na, sag mal eben mit Abo, wie sagt man das mit Paywall oder was? Ne? Also Havek setzt auf Indien, um die deutsche Wirtschaft von China unabhängiger zu machen. Bei seiner am Mittwoch beginnenden Reise in das bevölkerungsreichste Land der Welt will die Partnerschaft mit Indien ausbauen und vertiefen. Heißt es aus seinem Ministerium, Indis Indien sei ein wichtiger Partner für die Diversifizierung der deutschen Wirtschaft. Das merken Sie jetzt nach elf Jahren. Doch trotz des erklärten Willens westlicher Politiker, stärker mit Indien zusammenzuarbeiten, hat der 1,4 Milliarden Einwohner große Staat erhebliche Probleme, sich als China Alternative in Position zu bringen. Das sieht auch Volker Treier, Außenwirtschaftschef bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Natürlich hat Indien großes Potenzial, aber zu erwarten, dass Indien innerhalb weniger Jahre China als Wirtschaftspartner Europas ersetzen könnte, wäre total überzogen. Ja, also kann mir mal einer erzählen, was der dann in Indien macht, der Habeck? Ja, kann mir mal einer erzählen, was der in Indien macht? So, und jetzt möchte ich euch mal was zeigen aus Indien. Vorher aber einmal, äh, wie so etwas in äh, Deutschland aussieht. Das hier ist eine Gießerei. Hier werden, keine Ahnung, große ähm, Hochöfen beheizt, um am Ende ähm, Formen zu begießen, durch zu, ähm, ja, mit dem flüssigen Metall zu begießen, um dann, keine Ahnung, zum Beispiel Zahnräder. Oder was was ich, Walzen oder so etwas ähm, zu produzieren. Und so sieht das aus, ne? Hier wird erst das Metall gekocht, dann irgendwo eingefüllt. Das kennen wir ja aber, ne? ne? Und hier laufen die alle rum mit Schutzkleidung ohne Ende. Ja, diese Hitzeschutzmäntel haben die hier an. Und natürlich Helm und auch vorm Gesicht haben sie so ein äh, Visier und natürlich auch Arbeitsschuhe. Und man sieht hier auch so leuchtende ähm, Teile an der Hose. Also, ne. So arbeitet man in Deutschland. Hier sieht man die Jungs nochmal in Arbeitskleidung. So sieht eine Gießerei in Deutschland aus. Ja, das kennen wir aber alle. So, dann wird das hier ne, Hochöfen, Temperaturkontrolle. Also das sozusagen, das ist sozusagen hier deutsche Wertarbeit, kann man sagen. Und jetzt habe ich etwas gefunden, Leute, haltet euch fest, wie die gleiche Arbeit in Indien gemacht wird. Und das ist das hier. Das ist das hier, dieses Video, da ich auf YouTube mir abgewöhnt habe, Dinge zu verlinken, müsst ihr mal selber googeln auf YouTube. Dieses Video heißt Amazing Process of Making Industrial Gear and Hobbing Process. Das könnt ihr jetzt mal pausieren, dieses Video, und wenn ihr wollt, euch das einmal abschreiben. Der Kanal heißt PK Mechanics. Ich habe das zufällig entdeckt neulich und habe gedacht, ich werde nicht wieder, ja? Also natürlich bietet das auch Chancen so zu arbeiten, weil wir sehen hier jemanden, der und das spoiler ich schon mal, der diese Gussform hier in der Erde vorbereitet und er läuft hier rum mit Schlappen, ich mache euch das mal ein bisschen größer. Er läuft hier rum mit Schlappen anstatt Sicherheitsschuhe, ja? Und er hat also nichts auf dem Kopf und er hat hier auch ja so ein Baumwollding an mit Hose. Gut, könnte man jetzt sagen, hey, okay, das ist nur im Moment. Das wird nachher alles, er zieht sich noch um. So, hier wird diese Schablone in die Erde eingeführt. Und du siehst hier, die haben alle einfach nur so einen, äh, wie sagt man das? Schreib mir das mal in die Kommentare, wie man diese Bekleidung der Inder nennt. So eine Kombination aus Oberteil und Hose. Und alle eben in so ausgelatschten Gummischuhen. Ne? Hier wird also in der Erde einfach, hier sieht man das, und hier kann man schon ein Zahnrad erkennen. Und das hier außen sind dann so Steine. Ich muss wegen der Urheberrechte auch schauen, dass ich keine laufenden Bilder zeige. Vielleicht können wir das gleich mal kurz machen. Und ihr seht auch hier, dann wird hier Sand. Ne? Dieser Herr hier oben, der bringt Sand immer in dieser Schale. Ja, Der geht irgendwo hin, holt den Sand und kommt mit dieser kleinen Schale zurück, kippt das dann hier rauf. Und der Kollege, der verbreitet dann diesen Sand und klopft den fest. Hier wird jetzt so eine Art Deckel geformt. Hier sieht man auch schon äh, ja, äh, Steine. Hier sieht man so Löcher, das sieht aus, als wenn das die Gusszuführung äh, sein könnte. So sieht das am Ende aus, alles. Hier gibt es noch einen Fachmann und auch er hier. Ne? Guck mal, der Typ hier, äh, der hier, das ist der Einzige, der hier Sicherheitsschuhe anhat. Äh, selbst der Kollege hier, direkt, der direkt an der Form sitzt, hat hier auch nur so äh, ausgelatschte Gummischuhe an. Ja? Er hat hier unten mal ein kleines bisschen festere Schuhe, wo die Füße nicht rausgucken. Also, da, ihr macht euch kein Bild, wie die hier arbeiten. Ja, wirklich und auch hier ne hier wird der Ofen beheizt und hier gibt es keine hier gibt es einfach keine ähm, so wie wir es eben gesehen haben diese Hitzeschutzanzüge die gibt's hier einfach nicht schaut euch das an ja das ist egal ja und dann hat er auch hier nur so Stoffschuhe an ja, und jetzt kommt er hier und guckt euch das mal an der hat nichts an dieser Kollege hier und führt aber diesen dieses glühende Metall hier durch die Halle und geht auch noch vorweg und dann auch noch diese dieser Ausguss auch noch in seine Richtung ich möchte wecken die Leute die mit Arbeitsschutz betraut sind in diesen Industriehallen bei uns hier in Deutschland die kriegen gerade einen Herzinfarkt ja also es ist hochinteressant das sich mal mit anzuschauen auch hier ne hier wird das gegossen das Metall und keiner hat irgendwelche Schutzkleidung an keiner hat Schutzkleidung an ja, der Kollege hier links das ist der der von Anfang an dabei war und ihr seht ne hier die haben alle Gummilatschen an, während dieses, was weiß ich, 3000 heiße Metall, äh, Grad heiße Metall hier in die Form fließt, ja. Also man macht sich kein Bild, wie die arbeiten. Ne? So, und äh, ja, und dann ist das Ende, am Ende alles abgekühlt. Das wird aus der Erde gehoben, wie man hier sehen kann. Dann werden die Formen abgekloppt und selbst hier, ne, hier fallen die Steine runter, habt ihr gerade gesehen, ja. Er klopft sozusagen den Sand ab. Und diese Form und hat, wie man hier eben sehen konnte, hier kann man es noch mal sehen, er hat, ups, jetzt ist es zu groß, Entschuldigung, er hat hier echt da, ne, er hat Gummischuhe an, ne, Gummilatschen, ne. Ey, und äh, man muss sich das einfach mal vorstellen, den Leuten wird wahrscheinlich nicht verboten, äh, Sicherheitsschuhe zu tragen, sondern da gibt es halt keine Arbeitsvorschriften. Und es scheint trotzdem sehr gut zu klappen. So sieht das Ganze hinterher aus, ja es scheint trotzdem sehr gut zu funktionieren. Ja, und am Ende und das ist auch ein Bild wirklich, da habe ich mir den Ohren geschlackert, ne? Da kommt es dann halt auf so ein, ich weiß es nicht, ich kenne mich nicht so genau aus, auf so ein drehbares Teil und dann wird werden diese Zahnräder wohl geschliffen und die Außenmaße werden dann geschliffen und dann entsteht natürlich auch Eisenspäne, aber schaut mal, die wird einfach nicht weggeräumt. Das heißt, rechts und links dieser Maschine liegen Berge von Eisenspäne. Und wie wir hier sehen können, stehen die hier mit ihren Gummilatschen barfuß fast in dieser scharfkantigen Eisenspäne. Ey, mir fällt hier überhaupt nichts mehr zu ein, wenn ich mir das anschaue. Ja, das ist wirklich, also man macht sich ja kein Bild, ne. Und anstatt das mal wegzuräumen, die sagen sich, nö, wieso, stört doch nicht, ich kann man doch liegen lassen. Das ist halt auch der Unterschied zwischen na, europäischer Industrie und indischer Industrie, ja. Aber es scheint für die zu funktionieren. Es scheint für die zu funktionieren. Also, ich finde es hochinteressant. Hier sieht man es nochmal. Das wird hier, ach von innen, genau. Der, äh, der Durchmesser von innen wird hier erhöht und dann entsteht da eben diese Späne, ja. So, und hier kann man auch erkennen: ne? Das ist ein Junge, ein Kind. Dieses Kind ist keine 14, 15, 16 Jahre. Das ist vollkommen erlaubt, dass dieses Kind hier arbeitet. Und hier auch wieder in Gummilatschen dieses tonnenschwere Teil jetzt hier anhebt. Das muss man sich mal vorstellen. 15-Jähriger. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Ein 15-Jähriger. Der kümmert sich jetzt hier um dieses schwere Teil und fährt das hier durch die Halle überall die Späne. Und das kann man auch, das kann man auch hier heftig, wie ich finde. Wie gesagt, ich habe noch nie in der Industrie gearbeitet. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Aber ich weiß, dass das äh, arbeitsschutztechnisch bei uns überhaupt nicht machbar wäre. Und da sieht man hier links, wie sich dieses, ähm, dieses eine äh, große Zahnrad dreht und, ähm, ja, geschnitten wird sozusagen. Und da ist nicht mal eine Wand dazwischen, eine, was was ich, ein, eine Sicherheitswand oder so etwas. Hier sitzt ein Junge, der hat hier ähm, Latschen an, das kann man sehen. Und alles dreht sich hier und dazwischen die Berge äh, dieser, äh, dieser Metallspäne. Also es ist nicht mehr zu fassen, wie die da in Indien arbeiten. Das wollte ich euch einmal ganz kurz zeigen, weil ich das hochinteressant finde. Ja, man weiß sowas ja nicht. Ne? Man hat ja überhaupt gar keine Ahnung, wie sowas abgeht, wenn man nicht mal zufällig ähm, auf YouTube auf solche Videos stößt. Dafür muss ich ganz ehrlich sagen, ist YouTube wirklich... Absolut Gold wert. Ja. So, und dann hatte ich euch ja versprochen, dass wir uns auch über eine Alternative unterhalten. Was kommt denn da auf uns zu? Das Thema Wasserstoff kommt auf uns zu. Ob ihr wollt oder nicht. Und jetzt äh, komme ich auch zu, zu dem Argument, wo viele immer sagen, ah, das Elektroauto, das ist auch Mist und die Produktion der Batterien, das verbraucht alles auch zu viel CO2 oder was weiß ich, was ihr da alle habt. Seltene Erden hast du nicht gesehen. Wobei Elon Musk schon gesagt hat, dass bei den neuen Tesla-Batterien kaum noch seltene Erden drin sind, weil es neue äh, Technikverfahren gibt. Pipapo. Klar, kann ich auch verstehen, Elektroautos wollen wir nicht. Meinetwegen, wenn viele das so kritisch finden, ist das für mich auch in Ordnung. Aber was wir alle wissen müssen, ist, dass das eigentlich nur ein Durchgang ist. Ein Durchgang, ganz genau. Denn Elektro und Wasserstoff, das ist das neue Hybrid. Und zwar nicht nur bei Fahrzeugen, sondern auch bei autarker Energieversorgung von Eigenheimen. Und dafür brauchen wir in Zukunft Wasserstoff. Und hier wird also beschrieben, so soll das deutsche Kernnetz aussehen. Die Fernleitungsbetreiber haben einen ersten Plan vorgelegt, wie wichtigste Wasserstoffeinspeiser und Verbraucher miteinander verbunden werden können. In Deutschland soll schnellstmöglichst eine Wasserstoffinfrastruktur entstehen, weil ein dafür nötiges Kernnetz, wie ein dafür nötiges Kernnetz aussehen soll, haben nun die deutschen Fernleitungsnetzbetreiber Fernleit vorgestellt. Nach dem gegenwärtigen Planungsstand soll es 11.200 Kilometer lang sein und zu gut mehr als der Hälfte aus Leit Leitungen bestehen, die momentan als Gasleitungen genutzt werden. Aha, 11.000 Kilometer, wenn man sagt, vom Norden bis zum Süden Deutschlands sind über den Daumen 800, 900 Kilometer dann ist das hier zehn elf mal durch deutschland ne? einmal von oben nach unten wieder zurück und das ganze elf mal das ist schon eine ganze äh, ganze strecke. das kernnetz das wasserstoffkernnetz äh, bezeichnet das wirtschaftsministerium als die erste stufe und grundgerüst einer bundesweiten wasserstoffinfrastruktur mit dem kernnetz sollen große Industrie industriezentren wie die stahl- und die chemiebranche speicher Kraftwerke und importkorridore angebunden werden. Das Kernnetz soll wichtige Wasserstoffinfrastrukturen enthalten, die bis 2032 in Betrieb gehen sollen. Mein Gott, das sind noch neun Jahre. Das dauert ja alles viel zu lange, Leute. Was ich gut finde, ist, dass Gasleitungen dafür genutzt werden sollen. Das heißt, es wird alles insgesamt hoffentlich nicht so lange dauern bis 2032. Tja, und wer weiß, vielleicht gibt es dann eben auch Wasserstofffahrzeuge, ähm, was ich total gut finden würde, weil hinten kommt dann einfach nur Wasser und Sauerstoff raus. Und ja, ähm, kein, äh, keine, keine ähm, Feinstaubteilchen, die man nicht sieht. Ja? Ich sage immer so schön, früher hat man das an der Ampel noch ra äh, rauchen sehen hinten. Ja? Wenn der Verkehr zu viel wurde, dann war die Innenstadt halt ja, leicht. Leichter Nebelschleier lag dann auf den Kreuzungen. Da wusste man: Oh mein Gott, hier passiert was Schlechtes. Ähm, heute siehst du das einfach nicht, ne? Aber dieser dieser Feinstaub, das sind Nanopartikel. Da gibt es überall sogar schon in der Wettervorhersage für die Luftqualität sogar schon eine eigene K Kategorie, ja, ähm, da, dass man schauen kann, wo ist eigentlich diese Feinstaubbelastung extrem hoch. Ich bin auch der Meinung, wir haben kein CO2-Problem, sondern wir haben ein Feinstaubproblem und ein bodennahes Ozonproblem. Ich glaube, diese CO2-Geschichte wird nur vorgeschoben, weil man das angeblich besser ähm, verkaufen kann. Ja, und dann habe ich mal so ein bisschen gegoogelt, so sieht das Ganze aus, weil ich äh, habe es auch schon mal in einem meiner Videos gebracht. Und zwar die Wasserstoffversorgung für ein Haus. Das hier sind sozusagen, das sind so Schutzkäfige ähm, mit... Speicherflaschen, in denen dann Wasserstoff gespeichert wird. Diese befinden sich an Häusern, an Einfamilienhäusern, und zwar von außen, meistens in Richtung der Garage, wenn es eine gibt. Genau, und die sind also sozusagen mit Sicherheitsventilen, falls hier mal irgendwie Druck entweichen sollte. Man sieht hier auch diese Stahlkäfige, da drin sind die eingefasst, damit sie auf alle Fälle auch fest drin bleiben und natürlich auch nicht im Haus, sondern außen am Haus. Und dieser Kasten, den man hier sieht, der, das ist dann der Kasten, der dann sozusagen im Haus befestigt wird. Hier sieht man das auch für Industrieanlagen. Hier rechts auf dem Bild ist es ein bisschen größer. Das ist also die Technik, die hier auf uns zukommt, beziehungsweise und das sehen wir hier. Das scheint vielleicht auch ein Industriebetrieb zu sein oder ein Bauernhof. Wir sehen hier und ich mache es euch gerne ein kleines bisschen größer. Wir sehen hier oben also die Solarzellen auf dem Dach und die wiederum produzieren den Sauerstoff bzw. Entschuldigung den Wasserstoff. Ja. Diese Solarzellen produzieren den Wasserstoff ähm, und der Wasserstoff wird in diesen in diesen Flaschen hier gespeichert und wenn man dann Strom braucht, weil die Sonne weg ist, zapft man dann diese Wasserstoffreserve an. Somit ist man komplett autark. ja. Das ist also das Prinzip. Ne? Hier sieht man noch so einen Schaltplan. Hier zum Beispiel, hier sieht man so einen Schaltplan. Auch hochinteressant, finde ich. Ja, also, und das ist auch schon etabliert. Und hier sieht man wieder diese Kästen. Ja? Und das ist auch, soweit ich weiß, auch schon alles etabliert. Das hier ist eine Lösung für ein Industriegebäude. Hier sieht man eine ganze Menge. Ja, hier sieht man jetzt auch für Gewerbe und Mehrfamilienhäuser. Ich finde es total geil, diese Idee. Und das, das kommt auf uns zu. Und das finde ich auch super. Und natürlich die Industrie, die braucht ja ihren Sauerstoff, ihren Wasserstoff nicht erst herstellen. Dafür sind dann diese Wasserstoffleitungen gedacht, ja. So, und hier auf YouTube sieht's ja auch ähnlich aus. Ne? Auf YouTube sieht's ähnlich aus. Ein Video nach dem anderen. Das Wasserstoffhaus. Energiekosten äh, sparen bis zu 90 Prozent. Komplette Energieunabhängigkeit. So geht es. Hier ist dann auch nochmal dieselbe Firma, sogar Pikea Brennstoffzelle mit Wasserstoff zum 100% autark im Eigenheim. Diese Videos hier steht überall vor einem Jahr, vor einem Jahr, vor einem Jahr. Hier sieht man auch die Kästen nochmal. Und hier äh, der Kollege auf dem Kanal Move Electric erklärt das hier auch sehr gut. Also hochinteressant. Das ist ein Riesentrend, der hier gerade abgeht. Dieses Video ist auch interessant. Hier wird auch nochmal, hier wird auch die Anlage noch mal ganz genau gezeigt. Könnt ihr hier sehen ja Diese diese ähm, Stahlkästen und dahinter seht ihr die Solaranlage. Also richtig gut, wie ich persönlich finde, weil das bedeutet nämlich, und das habe ich euch im, äh, wo war denn, im gestrigen Video in der Goldenen Stunde auch berichtet, dass die RWE eine Milliarde ihre Gewinnprognose nach oben schrauben musste. Und was auch im Moment im Trend absolut durch die Decke geht, das sind Tiny Houses oder entsprechend äh, sogar die Tiny House Siedlungen. Ja. Und das hier habe ich euch auch mal auf YouTube rausgesucht. Das hier ist vor zwei Monaten, vor fünf Monaten. Ja, es gibt im Moment einen riesigen Run auf die Mini-Häuser und Tiny-Häuser, die dann zwischen, ja, von einer einfachen Ausführung wie die hier zum Beispiel, die kosten dann irgendwas um 50.000, 60.000 Euro. Das sind dann kleinere, richtige Tiny-Häuser, also richtige winzige Häuser sozusagen. Ne? Und auch in der Ausführung sieht man hier ein bisschen einfacher, mit ganz normal getäfelten äh, Wänden. Ja, die Leute wollen im Moment aussteigen und interessanterweise alle die, die ähm, ja ihr Berufsleben fast schon hinter sich gebracht haben. Ja, also man sagt die Altersgruppe ab 55, die steigen im Moment alle aus aus dem normalen Wohnkonzept. Das hier wäre so ein Tiny House und das hier ist ein teureres Mini-Haus. Die liegen bei 100.000 bis glaub, maximal 170.000 in richtig luxuriöser Ausführung. Hier sieht man dann auch, hier sind, werden Fenster verbaut und Türen verbaut, wie man sie auch in Einfamilienhäusern findet. Ich persönlich äh, finde dann noch zusammen in der Kombination mit Solarenergie ja, auf den Dächern und dann einer Wasserstoffanlage, die meinetwegen für so ein kleines mini dorf gedacht ist, ist das die perfekte Energieversorgung und auch das perfekte Wohnen für die Zukunft, finde ich. Weil hier hat man kein eigenes Grundstück, sondern nur so ein Meter um das Tiny House. Und da gibt es auch keine Ansprüche, dass man sagt, das hier ist jetzt mein Land. Natürlich wird da gesagt, ne, das ist deine Terrasse und der Nachbar hat seine Terrasse grundsätzlich. Und natürlich hat man auch so einen gewissen privaten Bereich um dieses Mini-Haus rum. Ja. Hier sieht man das, wie schön das eingerichtet ist. Ähm, genau, die kommen zum Teil auch komplett mit Küche und auch komplett mit mit Bad, mit allem, was dazugehört. Äh, man kann die wirklich komplett bestellen. Man kann sich Bodenbelag aussuchen, die Farbe der äh, Wände. Ähm, ja, also richtig, richtig gut und zum Teil mit bis zu zwei Schlafzimmern. Richtig gut. Und wenn man hier jetzt zum Beispiel diese Wasserstofftechnik mit einbaut, ist doch äh, eine tolle Sache. Und dann so ein kleines Dörfchen, wo man vielleicht sogar mit Freunden oder guten Nachbarn einzieht. Also, ich kann mir das ganz hervorragend vorstellen, ja. Ähm, genau, ja. Und dann auch bodentiefe Fenster, dass viel Licht reinkommt. Ich könnte mir sogar äh, das vorstellen, dass man solche Objekte, solche Projekte gut machen kann mit altersübergreifender, ähm, wie sagt man das, Wohnquartiere, ne? alt und jung zusammen. Man könnte hier sogar ein Pflegebett einbauen für Leute, die dann zu einem Pflegefall werden. Dann könnte man sich den mobilen Pflegedienst dreimal am Tag kommen lassen, ja denn die Altenheime, die Pflegeheime gehen ja alle pleite, weil sie an den Immobilien eben, ja, zugrunde gehen, an den festen Immobilien. Davon habe ich auch schon berichtet. Ja, und man sieht hier auch die komplette Küche mit einem kleinen Ofen. Es sieht richtig gut aus und richtig gemütlich. Also ich kann euch sagen, das ist ein Riesentrend. Auch hier googelt das ruhig mal hier auf YouTube, Tiny Houses oder Mini House. Mini House ist größer als das Tiny House. Ja Leute, schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was ihr zu diesem Thema zu sagen habt. Dass wir nicht so weitermachen können oder wollen, wie bisher, finde ich auch in Ordnung. Was ich interessant finde, ich habe neulich auch in Bezug auf dieses Mini-Haus eine kleine Doku gesehen und zeigen sie eine 65-jährige Finanzbuchhalterin, die beim Finanzamt gearbeitet hat, 45 Jahre ihres Lebens und dann sagt ihre teure Wohnung in München, die hat sie verkauft und sagt hier die jungen Familien, die Karriere machen wollen, die können diese Wohnung in der Innenstadt haben. Ich klinge mich aus ich will von nichts mehr wissen ich möchte hier ein neues Modell ein neues Wohnmodell und Modell und sitzt da jetzt auf 35 Quadratmeter in, äh, in ihrem Tiny House in ihrem Mini Haus ja, das finde ich total heftig dass gerade wenn man sagt so ja das wären ja so die klassischen Spießer ne dass die sagen so Feierabend ich äh, ich nicht mehr ja und jetzt müsste man nur schauen, dass solche Objekte, solche Projekte eben auch vielleicht zu Mieten gehen. Dass man große Geldgeber findet, die solche kleinen Dörfer bauen. Dass man da keine Ahnung, für 400, 500 Euro im Monat wohnen kann. Denn am Ende sind es ja nur 35, 40, 50 Quadratmeter, je nachdem. Und dann zwischen 400 und vielleicht 600 Euro, dass man da vielleicht wohnen kann. Ja, und dann am besten noch autark. Das wäre der absolute Hammer, wie ich finde. Ja, Leute, schreibt mir das bitte in die Kommentare, was ihr zu diesem Thema zu sagen habt. Jetzt nicht unbedingt zu Habeck. Ihr seht ja, das ganze Thema war so ein bisschen eine Überleitung. Das, was unsere Politik macht, das ist im Grunde ja, kannst du ja vergessen. Der einzig positive Punkt ist, dass da gesagt wird: guck mal, lass uns mal um Wasserstoff kümmern. Dass man sich jetzt nicht so lange an dieser, ähm, in, an dieser Elektrotechnik ähm, aufhält. Also, wie soll ich sagen, an dieser Batterietechnik. Dass man jetzt sagt: komm, wir gehen schon in den nächsten Schritt, dass wir das sozusagen verbinden können oder am Ende sogar. Wasserstoffautos oder wie hier im Wohnbereich äh, Wasserstoffversorgung, also eine autarke Wohnsituation ähm, hat. Das finde ich absolut klasse. Da bin ich echt ein Riesenfan von. Schreibt mir das bitte in die Kommentare, was ihr zu diesem Thema zu sagen habt. Bei euch bedanke ich mich für euren ganzen Support in der Vergangenheit und auch in der Zukunft. Und wenn du jetzt dieses Video noch nicht geliked hast und auch noch nicht geteilt hast, dann ist das für mich alles überhaupt gar kein Problem. Und wenn du bisher auch noch keinen Kommentar geschrieben hast oder hier in der Premiere auch noch äh, im Chat noch keinen Kommentar geschrieben hast, ist das für mich alles überhaupt gar kein Problem. Und wenn du diesen Kanal auch noch nicht abonniert hast, stellt das für mich absolut überhaupt gar kein Problem dar. Weil, dass du das Video bis hierhin jetzt geguckt hast, selbst das unterstützt meinen Kanal immens und dafür bedanke ich mich bei jedem. Vergiss aber bitte beim Rausgehen nicht, wenn du möchtest einen äh, ein Kommentar dazulassen. Mein Video zu liken und hilf auch die Community zu vergrößern und teile meine Videos, wenn du der Meinung bist, dass einer von deinen Leuten, einer von deinen Bekannten, einer dann von von deinen Freunden, von Geschwistern oder Arbeitskollegen mal eine anständige Portion Stream Punk ab kann, dann teile bitte meine Videos und hilf die Community zu vergrößern und vor allen Dingen auch vergiss bitte nicht meinen Kanal zu abonnieren und dabei die obere Glocke zu aktivieren, damit du in Zukunft nichts Wichtiges mehr verpasst. Denn was die Zukunft bringen wird, das weiß keiner so genau. Eins weiß ich allerdings sicher. Wir, wir sehen uns auf diesem Kanal auf alle Fälle wieder.